Junge. Gefällt sie dir? Danke, Mama. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber ich habe nicht mehr. Aber Mama. Das Rheuma kann doch nicht alles der Kasse aufladen. Muss man halt ein bisschen kürzer treten. Geschenke und so. Die Eltern? Ach, ich dachte, wir hätten ein paar Minuten für uns. Ich bin extra früh gekommen. Das ist wirklich sehr schön, Mama. Bestimmt. Wirklich? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Auch von mir. Sag mal, Junge. Komm, nimm mir mal das Gemüse ab, ja? Dankeschön. Muss ich mal anschauen, da prächtig siehst du aus. Wunderbar. Wo ist denn Eva? Ah, Mutsch. Da, mein Kind. Ihr kommt aber früh. Ich bin noch in der Küche. Na, lass dir noch Zeit. Noch bei Vollmer vorbei. Nimmst du mal? Eva, nimmst du mal den Blumen? Ach, Mutsch, ich hab doch alles da. Familie geschnitten, die ist doch Manfred so gern. Lange nicht gesehen, was, Manfred? Du sagst ja gar nichts. Was? Ach, wegen der Wohnung, ja? Ach, Quatsch. Du merkst doch nie was. Na, was macht man unter euch Männern ab mit der Wohnung? Eva meint den Manfred. Erstmal abladen. Ist der neu? Musste ja mal sein, da bohrt sie schon so lange dran. Das ist Antilope und der Kragen Jaguar. Ganz schön teuer, oder? Naja, eigentlich 3,6, aber ich habe nur 2,5 geschossen. Aus einer Konkursmasse. Ja gleich mit dem Preisschild da dran rumlaufen. Bleib doch in der Familie, aber wirklich ehrlich. Macht richtig Spaß zu sehen, wie gut du dich erholt hast. Na, wie gefällt dir das hier? Ah, oh, Mutter Burger ist ja auch schon da. Ja, na, wie geht's uns denn? Mutter Burger? Wer möchte Bier? Vater? Was? Wein ist auch da. Wirst doch nicht nötig. Na nu, du warst doch noch nie ein Kostverächter. Ja, aber... Und du, was? Dann Prost auf die neue Wohnung. Aber bis dahin hätten sie auch bei mir noch weiter wohnen können. Naja, Mutter Burger, jung und alt unter einem Dach. Ist schon besser, er hat jetzt sein eigenes Reich. Er braucht doch jetzt einen guten Start. Das würde auch viel zu viel für dich auf die Dauer. Wo du nicht so gut dran bist. Nur dafür kann ich doch nichts. Wenn man dieses Rheuma hat. Schau dir diese Hände an, Manni. Die werden immer steifer. Aber das hat doch mit der Wohnung nichts zu tun. Das ist Gicht. Vater. Entschuldigung. War ja nicht böse gemeint. Mein Vater hatte Gicht. Der hatte auch solche Hände. Franz Branntwein. Der hat sich immer mit Franz Branntwein eingerichtet. Ich meine ja nur wegen der Wohnung. Schon Mist, wenn man sowas erwischt. Manni ist Bezüge vom Amt, wenn er wieder eingestellt wird. Na sicher wird er das, die können gar nicht anders. So hoch sind die ja nicht. Bei den monatlichen Belastungen dann immer. Aber wenn Eva doch mitarbeitet? Das soll ja so nicht bleiben. Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Du, schöner als diese doofen Dienste. Also nur lasst mal, Manfred weiß schon, wie das gemeint ist. Kennt doch seine Eva. Und zusammen was aufbauen, so ein Eigentum. Also, es gibt doch einen gewissen Halt und was wir dazu tun können. Verlass dich drauf, mein Junge. Jederzeit. Siehst du ja hier. Danke. Immerhin ist es doch schön, dass sie dir Urlaub gegeben haben zu deinem Geburtstag. Warum sollten sie ihm denn keinen geben? Er hat doch nur noch einen Monat. Ich meine ja auch nur, ohne dass jemand aufpasst. Ich bin doch nicht im Gefängnis. Er wird schon wissen, was er sich zutrauen kann. Die Platte habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt. Na, man sieht's ja hier, wenn ich das so mit dir vergleiche. Aber hier hältst du doch mit, was? Ein bisschen was braucht doch das männliche Image. Hä? Ich rauche doch nur Zigaretten. Na komm, zur Feier des Tages. Hä? Für mich ist das jedenfalls der schönste Tag seit langem. Ach, Manni. Ich bin so froh, dass du das alles überstanden hast. Nur mal unter uns. Reizt dich das wirklich nicht mehr? Es muss nicht sein. Lass sehen. Eines Tages, da schaffst du das auch wieder und dann holen wir beide was nach. Hey! Kannst wohl nicht anders. Aber er meint's doch nur gut mit ihm. Natürlich, ich mach doch auch gern mal einen drauf hin und wieder. Und er soll wissen, dass wir ihm nichts übel nehmen. Das ist nämlich das Allerschlimmste, wenn man kein Verständnis dafür hat. Du kennst ihn doch. Mach dir nichts draus. Komm, lass mich. Wir müssen das ja nicht, die Wohnung kaufen. Wir wohnen ja auch gut zur Miete. Wenn sie dir gefällt, ich finde sie auch ganz schön. Habe ich dir zu viel versprochen? Nein, nein. Man muss überhaupt erst mal sehen, wie alles wird.
Wieso? Na ja. Ich meine ja nur... Nie allein getan. Immer. Da helfe ich dir eben mit seinen Profilen oder auf den Markt zu gucken. Die Wahrheit sind... Sehen Sie mal, der Bruder lohnt sich doch, da was reinzustecken, jetzt wo er wieder der Alte ist. Wenn es um Menschen geht. Was die Blüten getrieben haben, eine wahre Pracht. Wenn du überlegst, früher, dass wir das alles nicht mehr gesehen haben, die Natur und so, bloß in meinem Tran. Ach, leck mich doch am Arsch mit deiner Natur. Warte nur, wenn du erst ein halbes Jahr umhörst wie ich. Was ist denn? Sie sind dran. Entschuldigung, Spielchen machen, wenn ich nach Haus komme und so. Also bitte, jetzt sind Sie dran. Ja, da bin ich wieder. Ach ja, da bist du wieder. Guten Tag, Mann. Tag, Frau. Mensch, Vater, da freue ich mich aber. Verdammt lang warst du weg, Vater. Halbes Jahr. Und wie geht's euch inzwischen? Monika hat schon die dritte Fünf im neuen Schuljahr. Musste mich gleich verpetzen. Jagst im gleichen Schrecken ein. Jetzt, wo wir froh sind, dass er endlich zurück ist. Ich sag's doch bloß, damit er sieht, wie er uns gefehlt hat. Was wir ihn brauchen. Wir alle nämlich. Dass es wichtig ist, dass er wieder in der Familie ist. Ja? Vermisst haben wir dich, Vater. Vermisst habt ihr mich? Soll das etwa eine Begrüßung sein? Ach so, ja. Da. Na, endlich. Wenn du das meinst. Papa, lieber ach, Papa. Gut, also was ist? Was ist? Willst du einen Kaffee? Oder ein kleines Bierchen vielleicht? Nee, Kinder, da ist Vater nun von weg. Endgültig. Und davon wird jetzt auch überhaupt nicht mehr gesprochen. Das ist eine schwere Krankheit und da konnte Vater nichts dafür. Und dafür haben wir alle Verständnis. Was ist denn? Kannst du sicher sein, Mann, dass er da keiner mehr mitkommt von uns? Sollen sein, ich gehe. Übrigens, wenn Ihnen was nicht gefällt an dem Stegreifspiel, wir machen hier gleich gemeinsam Kritik. Was gibt's denn da zu kritisieren? Die spielen doch alle. Als ob keiner mehr weiß, wie es war und warum er getrunken hat. Wissen Sie es noch? Zum Bahnhof gekommen. Ich wollte es nur ihr überlassen. Ich kann sie ja nicht dauernd frei nehmen. Schade, dass sie mir nichts gesagt hat. Auch wann du genau kommst. Ich hätte es dir schreiben sollen. Da sitzt du einfach auf die Treppe und wartest. Ich wollte doch nach dir sehen. Mein Gott, bin ich froh, Manni. Hast es geschafft? Ja. Ich pack aus. Nein, 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 nein. Du entschuldige, bis morgen. Ja, tschüss. Viel Spaß noch. Grüß dich, Eva. Komm. Ich hab gedacht, du freust dich. Tu ich doch. Schönen Abend noch. Guten Abend. Ausgerechnet der. Was? Ausgerechnet? Ich verstehe nicht. Ja, mein Gott, dass da geredet wird. Man muss es doch nicht herausfordern. Ich hab's jetzt herausgefordert. Tut mir leid. So, mein Chef. Wieso? Er gibt mir gute Arbeit. Nicht den Mist, den kriegen die anderen.
Oder denkt, er kann bei dir landen, oder warum? Ach, Manfred, wenn du gleich wieder... Ich brauch das auch gar nicht zu denken. Manfred, so hat es doch keinen Sinn. Schönen wenn du gleich Abend wieder... Ach, ja. Entschuldige doch. Ich hab mir's auch anders vorgestellt, wenn ich komme. Jetzt kannst du ja nehmen, sieht ja keiner mehr. Klar. Wer außer uns kommt schon auf die Schnapsidee, im März nach Sizilien zu fahren? Die beste Jahreszeit. Stand in irgendeinem Prospekt. Was sollte man auch schon weiter machen, außer essen? Bei dem schlechten Wetter? Ja. Zum Beispiel mit einer kleinen Berlinerin mit dem Regenumhangbo machen. Wer? Wer? Wie Enzo die Pensionsgäste da zu dem Fischer geführt hat. In Catania. Das soll ich? Du spinnst doch. Ich kann mich nicht mehr erinnern an eine kleine Berlinerin. Ich war dir auch gar nicht böse. War so eine verrückte Stimmung an dem Abend. Du warst so herrlich beschwipst. Wir waren alle beschwipst. Aber da war es ja auch noch ganz harmlos. Klar. Da habe ich ja noch keine Prügeleien angefangen in Kneipen. Das eine Mal. Und wer weiß, ob nicht der andere angefangen hat. Dann hat mein Chef wohl auch angefangen. Dem hast du nur Prügel angedroht. Und wahrscheinlich hat er sie auch verdient. Entschuldige. Ich mache nur Fehler. Aber das ist nur, weil... Ich will jetzt gar nicht mehr dran denken. Und du musst es auch vergessen. Schön sind die. Danke. Wenn man nur wüsste, warum. Ich meine, dass der eine mit sowas anfängt, ein anderer nicht. Darauf wissen sie alle keine Antwort. Wenn du willst, rede ich natürlich mit dir darüber. Das ist schade und einen schönen Abend, oder? Du meinst also, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür? Doch, ja. Nicht nur ein ganzes Bündel an Gründen muss da zusammenkommen, sagen die. Grund ist eigentlich alles beim Alten. Weißt du doch, wie das halbe Dorf zusammengelaufen ist, weil wir bei der Kälte gebadet haben? Die hielten uns glatt für Eskimos. Eva, was ist? Ich will ja, Manfred. Ich will ja, dass alles gut wird. Das musst du mir glauben. Ich gebe mir doch Mühe. Gibst dir Mühe? Das soll man doch nicht erzwingen. Wir haben ja Zeit. Oder hast du inzwischen einander kennengelernt? Nein. Ich bin ja auch ein Rindvieh. Dabei habe ich mir geschworen, sich nicht mehr zu quälen mit dieser Scheißtrinker-Eifersucht. Ich hab's aber gar nicht mehr nötig. Nein. Wenn du willst. Ich meine, du brauchst keine Rücksicht zu nehmen auf mich. Wo du doch so lang allein warst und... Eva. Heißt es, dass es aus ist? Dass du nichts mehr für mich empfindest? Das wird doch wieder Manfred. Bestimmt. Ich liebe dich doch.
Das musst du mir glauben, ja? Gott, begreif das doch bitte. Manni! Oh, das ist aber nett. Ja, Mama. Ich wollte zur Gewerkschaft, aber die haben heute zu. Sag mal, das hast du doch immer nicht erledigt. Na, ich muss mich doch erst wieder zurechtfinden. Ja, so. Ich sitze in der Küche, wenn es dir nicht ausmacht. Guck mal, was ich da rausgekramt habe. Ach du lieber Gott, die ganzen alten Fotos. In meinem Alter, da gibt es nicht mehr viel in die Zukunft zu schauen. Wenn ich vielleicht noch ins Pflegeheim muss. Was? Wenn die Herzanfälle noch schlimmer werden, dass ich nicht mehr allein sein darf? Davon hast du mir noch nie was gesagt, von Herzanfällen. Mein Gott, dass ich überhaupt davon rede und dir die Ohren voll jammere. Weißt du, wo das war? Nein. Da sind wir mit dir nach Helgoland gefahren. Kurz vorm Krieg mit KDF. Wer ist denn das? Mit dem komischen Hut? Hm? Meine Tante Luise. An die wirst du dich bestimmt nicht erinnern. Die viermalige Witwe? Klar, dreimal. Dein Vater hat immer gesagt, der vierte Mann, der hat dann endlich sie geschafft. Vor kurzem, da stand so was Komisches in der Zeitung, dass auch der vierte Mann nicht mehr gestorben. Und weißt du, warum? Weil er die Pilze nicht essen wollte. Dann habe ich an Tante Luise gedacht. Die hat auch Pilze gekocht. Na sowas, ach du liebes Bisschen, du bist mir einer. Tante Luise und ihre Männer vergiften. Magst du? Danke, du weißt doch. Ach, früher hast du nie zu viel getrunken und jetzt, wo du wieder gesund bist. Ich bin nicht gesund, Mama. Dann mache ich uns jetzt was Schönes zum Mittag. Lass doch. Wozu bin ich denn da, wenn Eva jetzt arbeitet und dir nichts machen kann? Was denn? Immer noch die Pilze, Mama. Was? Nein. Ich denke daran, wie ich den ersten Reis kochte. Ich konnte doch überhaupt nicht kochen. Ich hatte keine Ahnung, wie viel man da nimmt. Und das wurde immer mehr und immer mehr. Und dann gab es tagelang Reis. Und da musste ich ihn umfüllen in einen großen Topf. Und dein Vater hat gesagt, wenn ich wieder Reis kochte, dann sollte ich ihn warnen. Dann ging er eine Woche in Urlaub. Du hast ja schon das zweite Mal vom Vater gesprochen. Hab ich? Och, das ist so lange her. Vorhin bei den Fotos habe ich gedacht, das ist gar nicht mehr wichtig. Wir haben halt nicht zusammengepasst. Eva und ich, wir passen zusammen. Schade. Dein Vater hätte es nicht stehen lassen. Schon wieder. Siehst du, wenn man erst anfängt mit den Erinnerungen. Du bist Japanerin, jawohl. Das ist das einzig wahre. Japanerin. Und seit wann stehst du im Schlüssel? Weil die dich nämlich bedient, du Arsch. Ja. Du brauchst dich nicht abstrampeln mit freien Übungen oder so. Jutta, hör bloß nicht hin. Dem Ohr bin ich sowieso taub. Bierchen. Na, seit wann denn, Jutta? Na, was ist denn mit dem anderen Ohr, Jutta? Oder was? Ein Japanerin nämlich, die setzt dich erstmal in einen Badewanne. Dann seift sie dich ab, von oben bis unten. Wer weiß denn das? Ich bin doch zur See gefahren. Und dann, mein Lieber. Ach, sei er mir viel zu blöd dazu. Jutta, das ist ganz gerichtet. Der misst sich doch mal, der ist weg.
es. Herr Borja, da haben Sie mich jetzt dabei erschreckt. Tut mir aber leid, guten Tag, Frau Westhoff. Ich war hier gerade in der Gegend rein, zufällig. So, also ich, wenn ich die Drecksarbeit hier los wäre, keine 10 Pferde brächten mich mehr in den Bau rein. Ja, sicher. Das ist ja auch nur auf den Sprung. Ja, ich... Verändert hat sich ja hier wohl nicht, ne? Sie sind auch noch da? Ich wollte nur gerade den Papierkorb leeren. Manfred? Habe ich doch richtig gehört. Mensch, wie geht's dir denn? Danke. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf die Idee kam. Hier reinzuschauen? Kennst du doch. Den Täter zieht's an den Ort seines Verbrechens zurück. Na, jedenfalls habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass noch jemand hier ist. Wollte nur mal sehen. Aber was willst du? Reine Sentimentalität. Da bloß der Scheißladen fehlt dir. Entschuldigung. Ist da noch jemand da von Anna? Ach so, du meinst das? Nein. Wilbert. Kennst du unser Vorbild von Amtsleiter? Morgens früh der Erste und so. Unfehlbar. Du, tut mir leid, unser kleines Geheimfach, da ist leider nichts drin. Ich hätte gern mit dir angestoßen auf das Wiedersehen. Und, was machst du so? Was schon? Werd wohl auf Wiedereinstellung klagen. Davon versprichst du dir was? Du glaubst ja nicht, dass Barmbek wieder ausgebotet wird. Jetzt nach der Beförderung. Dich hatten sie doch sowieso auf eine 5 zurückgestuft, oder? Für eine Krankheit kann einen keiner benachteiligen. Nicht entlassen, auch nicht zurückstufen. Und dass Alkoholismus eine richtige Krankheit ist, das ist doch wohl erwiesen. Zusatz muss ich mir merken, wenn die mich hier mal auf der Abschlussliste haben. So, bitte sehr. Danke. Na denn? Prost. Was denn, was denn? Das geht doch auf meine Rechnung. Versteh ich doch jetzt, wo du draußen bist. Ich bezahle. Ja, bitte. Ja, was ich sagen wollte. Na ja, wenn du jetzt klagst, das muss doch alles hieb- und stichfest sein. Von wegen der Wartezeiten und keinen freien Platz und so. Wer soll denn das glauben? Glauben? Was man so im Laufe der Zeit mitkriegt als Betroffener. Zum Trost, sozusagen. Wir haben hier in der Bundesrepublik 1,1 bis 1,2 Millionen echte Alkoholiker. Und noch mal 4 Millionen, die dicht dran sind. Das ist jetzt die Dunkelziffer nicht mitgerechnet. Das sind wahrscheinlich noch mal so viel. Und dazu gehörst du auch, Karl. Spinner. Ja, zur Dunkelziffer oder zu denen, die dicht dran sind? Da tust du mir ehrlich leid, Karl. Denn wenn du dir endlich mal eingestehst, dass du von dem Zeug da nicht mehr loskommst, da hilft dir keine Sau mehr, so ist das. Da bist du verraten und verkauft. Man rechnet mit einer Zuwachsrate von 8 bis 10% und dafür hat man, Moment, nicht viel mehr als 40 Heilstätten mit 5.500 Betten. Und das ergibt im Jahr eine Behandlungskapazität von 16.500 für 1,5 Millionen, Karl. Nun bist du dran. Naja, hören wir halt von selbst auf mit dem Saufen. Wenn du es schaffst, das wäre das Beste. Ja, es gibt doch noch den Staat, der muss da auch was tun. Tut er. Kassiert Alkoholsteuer. 4 Milliarden pro Jahr. Sag mal, bist du jetzt in so einem Club oder so? Alkoholikerverein oder Jusos oder so ein Quatsch? Entschuldigung. Ich zahl 2 Bier. Schneider. Ach du lieber Gott. Aber ich hab doch hier alles vorbereitet. Du hast von deinem Geld genommen. Was soll das heißen, von meinem Geld? Ja, aus deiner Tasche. Ich hatte keine Zigaretten mehr. Ich hab vergessen, was in die Haushaltskasse zu tun. Nimmst du? Du hast nichts gesagt. Nimmst du mal. 2 Bier habe ich davon auch bezahlt. Was? Aber nicht getrunken. Manfred. Ja. Ich denke bloß, weil ich einen Schnupfen habe und nichts rieche. Komm her, bitte, Manfred. Eva, bitte. Verstehst du denn nicht, dass ich Angst davor habe? Doch. Morgen gehe ich zur Gewerkschaft endgültig. Was? Ja, aber...
Nein, ich war noch nicht da. Aber morgen gehe ich. Wer es glaubt. Kommst du jetzt erst mit? Es liegt doch über ein halbes Jahr zurück. Ich war in Kur. Außerdem war ich ja damals schon mal hier. Bei mir? Da haben Sie gesagt, ich hätte eine ziemlich perverse Auffassung von den Aufgaben der Gewerkschaft. Hab ich? Also, wenn ich dir dazu mal privat was sagen soll, dann herausfliegt, weil er ständig besoffen ist und sich dann auch noch im Recht glaubt. Ich hab's ihm doch erklärt. Außerdem, ich trinke ja nicht mehr. Fragt sich, wie lange. Darum geht's ja auch nicht. Wie sie dich gefeuert haben, hast du doch getrunken, oder? Ich war doch bereit. Mensch, Kollege, ich hab ja Verständnis dafür. Wer macht denn nicht mal gerne einen drauf? Aber wenn du die Kirschen nicht im Dorf lässt, such dir doch was anderes. Ist das jetzt auch wieder ein privater Ratschlag? Oder können Sie mir das schriftlich geben auf dem Gewerkschaftsbriefbogen? Wenn dir an meiner Meinung nichts liegt, wart's halt ab. Also, Sie tun was an meiner Sache? Dazu kann ich dir jetzt noch nichts sagen, offiziell. Das muss ich erst mal mit ein paar Kollegen durchdiskutieren, wie sich die Gewerkschaft dazu stellt. Vielleicht sehen die das ja anders. Entschuldige, ich habe so einen Fall noch nicht gehabt. Ich kann da nicht vorgreifen. Kriege ich Bescheid? Kannst ja wieder mal reinkommen, in 2-3 Wochen. Das heißt, Moment. Bin ich gerade am Kongress. Naja, versuch's halt mal. Also gut, danke. Kollege, Kopf hoch, kommst schon wieder auf die Beine. Haben Sie schon was ausgesucht? Was? Danke, danke, kein Kuchen. Fräulein. Herr Weinbrand. Ein Doppel. Ja. Ja, ein Kaffee, ein Tee, ein Weinbrand, ein Doppel. Vielleicht nachtragen, setzt euch doch. Doch, Manfred. Bitte. Nee, hierhin. Zwischen Mutter und mich, Eva. Ihr könnt zu Hause Händchen halten. Seid ihr zu Fuß gekommen? Nein, mit dem Bus. Stört dich doch nicht, oder? Überhaupt nicht. Ich wusste es doch, du bringst es. Es ist jetzt über 8 Monate her, Pa, dass Manfred zum letzten Mal getrunken hat. Du könntest wirklich langsam mal aufhören, ihn danach zu fragen. Hast du eine Laune mitgemacht? Ich freue mich doch, wenn er über die Runden kommt. Weil man doch nie weiß. Käsekuchen, Eva. Ja. Entschuldige, Manfred. Versteh schon. Was an mir liegt, du weißt schon. Er freut sich wirklich, Kind. Für euch beide. Und du, Manfred? Ja, auch Käse. Auch Käse. Selbst damals, wie ich manchmal ganz verzweifelt war. Ziemlich heiß heute. Hoffentlich gibt's kein Gewitter. Nichts angesagt. Oh, wenn man sich darauf verlassen soll. Warst du nur endlich bei der Gewerkschaft? Oder darf ich das auch nicht fragen? Natürlich darfst du. Und? Die vertreten dich doch, oder wie? Natürlich vertreten sie ihn. Aber es dauert halt. Bis Manfred gewinnt, wieder anfangen kann. Und wenn er verliert? Verlieren? Wo die heute schon Schwerverbrecher frei rumlaufen lassen, weil alles bloß krankhaft ist. Und Alkoholismus ist eine Krankheit, das ist anerkannt. Und entlassen wegen Krankheit ist nicht drin. Aber ob du dich da auf die Gewerkschaft verlassen sollst? Ein guter Anwalt, kennst du den Brögel? Der Spitze. Mach dir keine Gedanken wegen der Kosten, mein Junge. Du könntest mir schon helfen, wenn du mir einen Job besorgen würdest. Einen Job? Noch einen Kaffee, Mann. Für den Übergang. Ein bisschen. Ja, warum habt ihr denn nie was gesagt? Jetzt auf einmal? Ich hab schon früher dran gedacht, aber ich wollte euch nichts aufdrängen, dass das eventuell dann so aussieht, als ob ich euch was aufdrängen wollte. Ja, und seitdem? Wenn man sich mit dem Vorgesetzten überwirft. Was ein Wunder bei den sturen Beamten können. Verstehst du doch, dass da einmal die Sicherung durchbrennen kann, ne? Aber irgendwas muss er doch getan haben in dem Dreivierteljahr. Und bei der Flaute heute. Na schön, wenn ihr über nichts fragen soll. Ist auch nicht wegen mir. Aber ich habe letzte Woche wieder 6 Leute entlassen müssen. Wenn ich jetzt einen einstelle, werden die doch fragen, wieso. Wenn sich nachher herausstellt, dass was faul ist, kriminelle Vergangenheit und so. Dann kann ich nicht den. Manfred! Moment, wir können doch über alles reden. Ist nur eine Geldfrage. Heutzutage, wo für jeden Dreck einen Facharbeiter beschäftigen soll, da ist man doch froh. Ich habe keine kriminelle Vergangenheit. Und ich möchte auch nicht für einen Aushilfslohn einen Facharbeiter ersetzen.
Entschuldigung. Guten Tag. Komm du noch mal zu mir und verlang was. Noch eine Runde. Monsieur, wir wollen zwei kurze. Sind Sie noch eine Flasche abzumitten? Am besten gleich zwei. Bills? Eva? Ist was? Ist was, ist was. Du wolltest mich doch abholen. Hast du nichts vorbereitet? Wir können ja rausgehen zum Essen. Zum dritten Mal in dieser Woche. Es geht uns ja auch so prächtig finanziell. Eben! Darum können wir uns doch so eine teure Wohnung leisten! Gewusst. Gar nichts weißt du. Es ist also wieder soweit. Manfred. Oh mein Gott. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Noch. Als ob ich nicht schon genug durchzustehen hätte. Eva, bitte.
Wochen habe ich auch schon mal ein paar Cognac getrunken und sofort wieder aufgehört. Und glaub mir, ich muss nicht weiter trinken. Glaubst du? Aber irgendwann, dann passiert's doch. Gut. Von jetzt ab keinen Schluck mehr, ich verspreche es dir. Deine Versprechungen. Aber du kannst mir glauben. Ja, ich habe dir ja immer geglaubt, dass du bei der Gewerkschaft warst. Ach, du spionierst mir nach! Ach, so ist das! Du vertraust mir nicht! Ja, dann hat ja alles überhaupt keinen Sinn mehr, wenn du mir nicht vertraust! Hallo. Ja. Halb sieben los. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was mit meiner Uhr ist. Können Sie mir noch was verkaufen? Danke.
Das heißt nicht hier. Manfred! Um Gottes Willen. Ich habe den ganzen Abend gesucht, überall. Erst habe ich gedacht, seine tagelangen Sauftöne früher. Ich habe gedacht, soll er doch bleiben, wo er ist. Darf ich nicht reinkommen? Ja, den Streit. Streit? Nein, das heißt. Ja, das habe ich mir gedacht. Es war kein Streit, und wieder ein paar Mal getrunken. Dann seid ihr wieder so weit. Das heißt, wir sind wieder so weit. Was heißt denn das? Sie haben wieder angefangen, Herr Burger. Ja. Aber ich war ja fast ein Dreivierteljahr trocken. Wie war's? Haben Sie gleich voll durchgezogen, oder wie war's? Ja. Bin jetzt wieder voll dran. Aber ja, vor einem Monat ungefähr, schon länger her, da hab ich schon mal einen Cognac. Und sind sogar drei draus geworden, doppelte. Konnte ja wieder aufhören. Und weil es doch immer hieß, da in der Heilstätte, der kleinste Schluck und schon hat man den Kontrollverlust. Und da habe ich eben gedacht, das ist wieder so wie früher, bevor ich krank wurde. Das wie ist es? Können Sie trinken oder nicht? Naja, ich weiß. Junge. Habe ich gedacht, das ist eben so wie früher. Das, vor meiner Kur, das kann mir ja nichts anhaben. Hin und wieder mal einen Schluck. Herr Burger. Und jetzt? Sie sind hergekommen. Ja. Was wollen Sie von mir? Jetzt. Ich brauche deine Hilfe, weil ich möchte wieder in eine Kur, wieder in eine Heilstätte. Wieder in eine Kur. Was soll sie diesmal bringen? Was? Ja. Weil hat ja eigentlich nicht viel genutzt, ne? Nicht lange. Aber ich wäre dort da in der Gemeinschaft und unter Kontrolle, dann ich hab so Angst. Sie haben Angst? Ja, Angst. Vor allem eigentlich. Herr Burger, wie ist das hier mit Ihrer Angst? Wo hier? Wie spüren Sie sie hier? Ich habe hier keine Angst. Hier habe ich keine Angst bei Ihnen. Ich stehe auch unter Strom jetzt. Aber draußen, wenn ich wieder draußen bin, dann hier muss doch da wieder in irgendwas reingeraten sein. Ich weiß doch nicht, ich hab doch immer hinterher diesen Filmriss, dass ich mich dann an nichts erinnere. Es war damals da war das genauso nach der Kur. Nee, ich meine jetzt vor der Kur, da muss ich auch jemanden, ich war morgens in der Zelle aufgewacht und da hatte ich eine Anzeige weg wegen Körperverletzung. Wir haben ja dann drüber gesprochen im Heim. Ich weiß ja, dass Alkohol den Charakter verändert und dass plötzlich ein anderer wird. Und
weiß nicht. Ohne Alkohol sind Sie ganz anders. Ich meine, ohne Alkohol werden Sie nicht gewalttätig. So, ich bin noch kein gewalttätiger Mensch. Da muss ich dann, da werde ich zum Monstrum. Herr Burger. Ja? Wollen Sie es nicht ohne Kur versuchen? Nein. Sie sind doch in der Lage. Nein. Sie sind hergekommen. Ja, Sie zeigen, obwohl Sie wieder im Tee sind, zeigen Sie so viel Kraft. Aber ich schaffe das nicht allein. Ich brauche Hilfe. Aber wenn wir hier bloß drüber reden, dann können wir über alles Mögliche reden. Das nützt mir gar nichts. Denn wenn ich wieder draußen bin, dann. Warum verbieten Sie mir eigentlich nicht das Trinken? Herr Burger, hören Sie sofort mit dem Trinken auf. Ich bin jetzt schon fast eine Woche auf Tour. Einmal war ich zu Hause, weil ich blank war und bin ich rauf in die Wohnung, ich war jetzt ja zur Arbeit gewesen und ich wollte an die Flaschen ran, die hat sie abgeschlossen, aber die... Ja? Haushaltskasse, die war nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich bringe mich um. Pilz und einen doppelten Korn. Kind und nachher wohl. Schon. Alles blöd. Gibst du einen aus? Die da meinen, alles prima und so. Und lass mich doch in Ruhe. Prima und so.
Ein Bier schaff ich noch. Oder habe ich schon der ganze Speisewaren leer gesoffen? Hey, Moment, geht ja weiter. Ich sag, Mann, sie fallen mir noch aus dem Zug und brechen sie noch alle Knochen. Ne? Ach, sagt er, müsst ihr drin bleiben, könnte ich nicht verantworten. Voll wie ein Witz. Wie hast du noch rausgekriegt? Ja, ja, nicht, das ist es. Ja, wie einer so saufen kann. Jutta, dann sagen wir, wo bleiben denn die Sache? Ja, sitzt du auf der Leitung? So viel geht das doch nicht. Ich habe so eine Arbeit. Ich sag, Mann, hör doch mal zu. Ich sag, Mann, du landest noch in Düsseldorf oder in Hamburg. Na, das ist ja prima. Fahr ich mit der nächsten Speisewaren zurück und sauf den auch noch leer. Oh, da sind sie. Ich bin doch keine Roboter. Dankeschön. Ja, ihr lacht darüber, aber ich hab da Ärger mit der Mann, ja. Du bist jetzt auch nach Hause, was? Feierabend. Feierabend. Eins noch, okay. Schon Polizeistunde gibt nichts mehr. Wieso denn? Schon noch einen Doppelten, dann bezahle ich und gehe ich hin. Du hast schon bezahlt. Was soll ich? Bitte, bitte, du musst mir noch einen geben. Feierabend. Ich brauch nur noch einen. Du sollst mir einen doppelten Korn geben. Komm, sei friedlich, ich geh nach Hause. Nach Hause. Ich muss mich hoch direkt.
zweite Etage links. Ganz harmlos. Glaub mir doch, nur ruhig. Ganz ruhig. Komm schon. Im Bett bist du sicher. Da kommen die nicht an dich ran. Mensch, ich gehöre doch nicht zu deinem Zoo. Ich bin doch dein Freund, Junge. Los. Ach, Rickel. Herr Doktor? Was denn? Hinlegen kannst du dich auch nicht alleine? Naja, mit mir kannst du es ja machen. Ich halte dich ab, bring dich in die Eier. Und bin ja leidiger. Bevor ich das Kotzen krieg, singe ich dir auch noch ein Halleluja. Herr Schmitz! Blöde Sau. Blöde Sau. Oh, blöde Sau, du! Blöde Sau, du! Hau da ab, du! Blöde Sau, du! Jetzt geht's wieder los. Blöde Sau, du! Hau ab, du! Miststück, du Dreckstück! Wenn dir geht, verleihst du, toller Doktor! Blöde Sau, du! Das tu ich mir lieber selber! Kriegt dann Cocktail? 10 Kubik. Warum? Warum ist Eva nicht gekommen? Ich muss jetzt viel Obst essen. Es wäre schwer genug geworden, das Zeug hier zu schaffen. Sie weiß doch, dass ich hier bin, oder? Ihr wart euch eben wieder nicht einig. Aber ich war doch gar nicht zu Hause. Ach, Junge. Ich erinnere mich wieder an gar nichts mehr. Was war bloß? Die haben mir was eingegeben. Mach dir keine Gedanken. Du ziehst jetzt eben wieder zu mir. Zu dir? Was ist denn mit Eva? Die hättest du doch nur eingewilligt, als sie sich scheiden lassen wollte, während deiner Kur. Wäre das alles nicht passiert. Was wäre nicht passiert? Mama. Ich hol dich hier raus. Ganz bestimmt. Ich hol dich hier raus. Thank you.
Burger ist mein Name. Meine Frau arbeitet bei Ihnen. Ach ja, wie geht's dir denn? Was? Entschuldigen Sie mich bitte. Eva. Eva. Eva! Mach doch auf, Eva! Ich hab ja gewusst, dass wieder sowas. Mein Gott, wenn ich nur wüsste, was mit Eva ist. Sie sagt mir ja nichts. Mama sagt ja nichts. Nur solche Andeutungen, dass das nicht passiert wäre, wenn ich damals nicht gegen die Scheidung gestellt hätte und dass es an Eva liegt, so wie die wäre. Ihre Mutter ist gegen ihre Ehe. Das ist doch Blödsinn. Eva hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Nein, es liegt nicht an Eva. Mama begreift das ja nicht, meine Mutter. Ihre Mutter kann Sie nicht verstehen. Wie? Fühlen Sie nicht verstanden von Ihrer Mutter? Von meiner Mutter? Ach so, das bringt doch nichts. Nee, damit haben die mich ja schon in der Heilstätte gelöchert. Ob ich abhängig wäre von ihr und so, das... Sind Sie abhängig von ihr? Sie ist doch eher von mir abhängig, in gewisser Weise. Mit was für einem Gefühl denken Sie an Ihre Mutter jetzt? Wenn Sie von ihr sprechen. Das kann ich nicht ausdrücken. Stellen Sie sich doch mal vor. Wie sieht sie aus? Beschreiben Sie sie einfach mal. Streng? Mhm. Sehr streng. Sie will was von mir. Also diese Fragen habe ich auch schon ein halbes Jahr lang durchgekaut. Das ist doch Quatsch. Die ist in Wirklichkeit ganz anders. Wie ist sie in Wirklichkeit? Sie lacht. Sie lacht sehr gern. Und trotz allem. Denn sie hat es ja auch nie leicht gehabt, im ganzen Leben nicht. Okay, Sie sind ihr dankbar. Aber ist sie nicht auch eine Last für Sie? Ach, was? Nein. Mir wird so leicht nicht so viel, wissen Sie. Im Amt vorher, da konnten die mir aufheißen, was sie wollten. Da
Betriebsfeiern organisieren, sammeln und so. Ne, da habe ich mich so, da hab ich mich manchmal richtig kaputt gemacht. Ja. Konnte mich wirklich nur noch mit ein paar Kurzen auf den Beinen halten. Vitaminspritze, habe ich das genannt. Ja, ich weiß, das soll auch typisch sein für einen Alkoholiker, dass er nicht Nein sagen kann. Und jetzt, Herr Burger? Können Sie hier Nein sagen? Hier? Ja, bei Ihnen bestimmt nicht. Ne? Also, im Amt, da... Entschuldigung, ich... Also im Amt früher, da... Also damals, da kam der Amtsvorstand zu mir mit so einer albernen Sache, ob ich die nicht... Das hätte ich ja auch spielen gemacht, aber... Wie gesagt, ich hatte ja ein paar Kurze dran und... Da habe ich plötzlich rot gesehen und... mir angekotzt, dass er ein mieser Sklaventreiber wäre, dem er mal gehörig eine verpassen müsste und... So aus nichts. Ja, und so kannte ich mich ja nicht, das war ich so erschrocken über mich selbst. War das der einzige Sklaventreiber in Ihrem Leben? Was? Nein, ich war ja voll. Ich habe doch gesagt, ich war voll. Das hat Sie deine Stellung gekostet. Also das Gerede und Gerede und... Ich möchte doch wissen, was mit Eva ist. Herr Burger. Entschuldigung, ich halte das nicht mehr aus. Okay, wann wollen Sie wiederkommen? Es tut mir leid, dass ich das vorhin gesagt habe, mit dem nicht Nein sagen können bei Ihnen. So. Und sich doch so eine große Mühe geben. Aber es ist besser, ich komme nicht mehr wieder. Wir haben doch erst angefangen, Herr Burger. Ja, Vater, ich will Eva sprechen. Wo
Opfer ist! Sein darf. Du kannst ja wieder zu mir ziehen. Mir geht's ja nicht um mich. Was liegt schon dran, was aus mir wird. Aber zusammen schaffen wir's. Wenn du auf mich aufpasst und ich auf dich. Du. Für Sie Zustellung vom Gericht. Von wem? Landgericht.
liebsten, da. Da könnte ich einfach drauf losheulen. Entschuldigung. Tun Sie es doch. Das nützt doch auch nichts. Ich habe sie überall gesucht. Sogar in so Heimen für alleinstehende Frauen. Bei ihrer Tante. Verschiedene Krankenhäuser. Ich kann so nicht weiterleben, verstehen Sie so? Ich bin. Ich traue mich nicht, ihn aufzumachen. Da ist vom Gericht. Machen Sie ihn auf. Wir lesen ihn dann zusammen, wenn Sie wollen. Was drin steht. Das ist die Abschrift der Scheidungsklage. Vom Anwalt ihrer Frau. Sie will sich scheiden lassen. Aber wie es ihr geht. Da steht nur nichts drin, wie es ihr geht. Davon steht nichts drin. Davon steht nichts drin. Was meinen Sie damit, wie es ihr geht? In einer Stille, wo ich jetzt da war, wegen einem Heimplatz, da haben sie mir gesagt, dass jetzt eine neue Kur anfängt. Die wäre schon voll belegt und. Aber ich sollte ruhig mal wieder nachfragen, weil das käme ja öfter vor. Dass sich jemand vorher umbringt. Der. Ja, da werde ich wohl sagen. Bin jetzt heute wieder zu meiner Mutter gezogen, weil. Ja. Für Sie, da ist doch das hier alles noch Routine und so. Aber ich. Ja, wen habe ich denn sonst? Und kann doch. Man kann doch einen Menschen nicht einfach so. So kaputt gehen lassen. Kann ich bitte die Akte Burger gegen Burger haben? Um eins gleich klarzustellen, Herr Burger, Sie wollten mich sprechen, nicht ich Sie. Und ich habe diesem Wunsch auch nicht entsprochen, um mit Ihnen zu verhandeln. Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass meine Mandantin es strikt ablehnt, außer vor Gericht noch einmal mit Ihnen zusammenzutreffen. Und dass sie auf gar keinen Fall bereit ist, die Klage zurückzunehmen. Da ist doch ein anderer im Spiel, oder? Da ist doch ein anderer Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Burger, dass Ihnen an einer Erörterung der genaueren Umstände vor Gericht gelegen ist. Genaue Umstände? Ich meine das auch in Ihrem Interesse, Herr Burger. Ein Einverständnis Ihrerseits würde doch manche Peinlichkeit vermeiden. Wenn ich sie wirklich geschlagen habe, wie es da drin steht. Mein Gott, irgendwie da. Da rutscht doch vielleicht jedem mal die Hand aus. Außerdem. Ich weiß ja nicht einmal genau, was passiert ist. Das wird doch jetzt alles bloß hochgespielt.
kaputt gemacht haben. Du hast eine Million für so einen Saftarsch wie den. Manfred? Gottchen, nee. Vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, Mittwoch, glaube ich. Da war er hier. Sagen Sie bloß, seitdem ist er wieder auf Tour. Ich mache ihn lieber auf arbeitslos, kassiere die Gelder und lege mich in Spanien in die Sonne. Ja, noch der Schöne da bestehen. Moment mal, Burger, da ist er. Und zwar von vorgestern und Samstag. Was geben Sie ihm auf die Bühne? Sie wissen was. Ja, danke. Das wird schon mehr. Gregor, erheb dich mal. Gib doch mal eben die Biere an. Und mit mir, ja? Frau Oma, hätten Sie mal genügend Mächtig im Wirt? Ja, machen Sie sich nur lustig über eine alte, kranke Frau. Kannst du das hören? Hallo, kommt da drüben noch was? Ich zahle das alles. Hallo, du weißt doch, wie schlimm es um mich steht. Du weißt es ja doch. Nun lass doch endlich du. Mom, wohin? Schleusenstraße 18. Mann, oh Mann. Nee, danke. Ist nicht weit zu laufen. Ja, aber mich will ich... Am Ende noch die Polster vollkotzen. Schleusenstraße. Ist nicht. Kleiner Spaziergang tut Ihnen gut. Weil du dich wohl mal daran gewöhnen wirst, die Schlüssel mitzunehmen.
Hallo. Mein Gott. Ich hab gedacht. Guten Abend, Herr Burger. Ich hab ja geklingelt. Ich dachte, meine Freundin wär's. Ich wohne ja nicht alleine hier. Aber jetzt sind Sie allein. Sie muss jeden Augenblick kommen. Was ist denn los, Herr Burger? Jetzt haben Sie Angst. Muss ich Angst haben? Sie mal, spüren wir mir das jetzt mit der Angst. Na gut. Kommen Sie, setzen Sie sich, Herr Burger. Reden wir miteinander. Kommen Sie. Was ist denn? Ich kann es keinem sagen. Sie sind die Einzige, weil Sie mich hier verstehen. Was ist passiert? Ich weiß doch nicht. Herr Burger, was ist passiert? Ich weiß doch nicht. Das war so furchtbar. Sie verstehen mich, ich weiß. Ja, sicher. Ich verstehe Sie. Ich will ja auch mit Ihnen reden. Aber morgen. Kommen Sie morgen wieder. Ich gehe nicht weg. Ich will heute nicht mit Ihnen reden. Wir können uns morgen in aller Ruhe miteinander unterhalten. Nicht morgen! Sie wollen mir auch nicht helfen. Dabei wissen Sie doch alles. Ich springe aus dem Fenster. Burger, mein Gott, ich will Ihnen doch helfen. Ach, Sie wollen mich doch auch nur los sein, aber ihr springt aus dem Fenster, ich schwöre es Ihnen. Wir können uns in aller Ruhe unterhalten. Kommen Sie doch. Ich springe jetzt. Ich bin sowieso nicht der Letzte, der sich umbringt im Sumpf. Die halbe Menschheit säuft doch schon, weil keiner mehr zurechtkommt mit dem Leben hier. Ich bin doch hergekommen, um dir etwas zu sagen. Was ist denn das jetzt? Jetzt werden wir jetzt mal hier und wir reden miteinander. Ach, Sie wollen mir doch gar nicht helfen. Sie tun doch nur so, Sie... Hallo. Kommen Sie zur Schlossenstraße 8, bei Greve, 6. Stock. Polizei. Was anderes fällt keinem mein als Polizei. Moment! Bringen Sie ihn in ein Krankenhaus. Er ist selbstmordgefährdet. Für den Aufnahmearzt. Herr Burger ist bei mir in therapeutischer Behandlung. Krankenhaus. Wie denn da schon mit einem Entgiften? Morgen finden Sie einen Grund, mich wieder rauszuschmeißen. Dann rufen Sie mich an oder kommen gleich zu mir. War wohl nicht der richtige Einfall mit der Polizei, hm? Das ist schon richtig. Wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht. Ich weiß nicht. Herr Burger! Hier ist doch der Lanz. Mami! Hallo! Was ist denn, Herr Burger? Da! Er trinkt doch gar nichts. Seit 3 Tagen ist er da drin, ohne einen Tropfen. Muss er doch weg. Was ist denn nun los? Trocken gewirrt, Junge, das steht ja nicht durch. Und wenn er trinkt, hört das dann auf? Manni, Manni, ich hol dir was, das wird wieder gut. Ich hol dir deinen Whisky. In 2 Minuten bin ich wieder da. Ha ha.
Thank you.